Ich begrüße euch heute zu einer weiteren Playoff-Runde in der Bossart Arena zu Zugen. Und momentan steht es in der Serie 2-2. Und wir können vielleicht heute in dieser Folge, aber nur wenn alles zu 100% funktioniert und klappt, können wir da uns ins Halbfinale schlagen. Und ich weiss nicht, gegen wer das wir nachher haben. Das könnt ihr sonst mal in die Kommentare schreiben. Wer das mir, wenn wir also wirklich jetzt in die Halbfinalrunde kommen, wer das mir als Gegner haben. Weil ihr habt ja gesehen, wenn ihr noch vielleicht in den letzten Videos schaut, wer in der Viertelfinale war. Und durch das könnt ihr da eigentlich ein bisschen rausrätseln. Und schauen, wer da noch mit uns, den Tigers, in die Halbfinalrunde kann kommen. Aber ich würde jetzt da mal sagen, wir müssen unbedingt mal das erste Goal auswärts machen. Also wir einen sehr guten und soliden Start haben hier bei den Zuger. Daheim. Aber die legen da richtig los. So, der Robbie Earl hat das Bulli verloren. Schade. Aber wir können den Böck mal doch noch zurückholen mit dem Dostoino. Der kommt sehr gut durch, aber er hat keinen Abschluss können erzielen. Schade. Ja, die Spiele gehen jetzt schnell vorbei, wenn es da nichts resultatsmässig wird passieren. Ambu. Und jetzt noch eine Ambu. Schön abgefangen von unserem Topscore. Nein, was für ein Schuss vom Ambu, geht genau auf den Punkt, von wo aus der Schuss hergekommen ist. Und durch das spickt er an Goal. Schade! Ich hätte jetzt schon gehofft, das ist 6-0. So, der Suri ist schon mal ein bisschen wegboxiert worden. Den Marcini müssen wir auch wegräumen da. Und was für eine Chance für Zuger. Wenn nicht die beste in diesem Drittel. So, das gibt eine Strafe, ja. Das habe ich mögen gesehen. Komm. So, schöner Pass vom Schackmauer. Und da gibt es die erste Strafe gegen EVZ. Und den müssen wir ausnutzen. Oder die Strafe müssen wir ausnutzen. So, der Yannick Blaser. Ja, mit einem guten Schuss, aber der hat aufs Goal müssen kommen. Sie kommen einfach durch, ich glaube es nicht. Ja, da habe ich jetzt kein grosses Risiko mehr eingehen. Weil der Albrecht kommt da sehr gefährlich vor das Goal und dann sozusagen legen. Ja, hey Jungs, wir haben 4 gegen 4 und die kommen da locker easy durch. So, wer will den Böck? Der Genien. Zurück zum Klauser, aber der hält 1 mm an. Nein. Ja. Meine Güte. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Und so blöd. Also, es sieht schon mal gerade ein bisschen. Und das hat jetzt eine Strafe geernsthaft. Eben, wie ich gesagt habe, es sieht jetzt gerade nicht so gut aus, aber es ist ein Goal. Also, wir haben ja auch schon 4-0 aufgeholt. Und wir haben auch schon Shorthander gemacht.
Wie der Ernie jetzt eine bekommt. Eine Chance mit dem Genie. Neunisch zurück zum Ernie. Über. Neunisch. Ah! Oh, es langt einfach nicht. Oh, wir sind 4 gegen 3. Habe ich gerade gemerkt. Zum Glück hat er nicht getroffen. Zum Glück hat er nicht getroffen. So. Ja, Marcini. Ah, oh, jetzt ist er auf den Stock, der er noch oben. Ah, oh, meine Güte, hey, das Drittel geht für Ewigkeiten. Es passt. Oh nein, jetzt gibt es nur noch einen Foulpass. Ein Foulpass auf meinen Nacken. So, sehr schön gemacht. Nicht mehr schön, nicht mehr schön, oh mein Gott. Lardi mit den Personen. Der Personen vergibt da. Ah! Oh. Warum hast du ernsthaft den Böck nicht können holen ey? Das ist auch wieder eines. Da hat man wieder gesehen, dass die Zucker einfach momentan in diesem Drittel wächer sind. Weil die Pässe, die sie spielen, sind sehr, 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 sehr gefährlich. Schön weggecheckt. So, Personen, jetzt musst du eigentlich irgendetwas machen. Kein Scheiß Pass vielleicht spielen, das wäre eine Option. Ja, das. Vom Dido haben wir heute eigentlich noch nicht so viel gesehen. Nein! Oh, schon wollte ich sagen, Ernie, gang durch den Mann nicht wegschieben, dann hat es Goal freie Bahn. Oder freie Sicht. Da ist er jetzt, unser Di Domenico. Oh, sehr schön gemacht. Starker Schuss. Nein, der hätte eigentlich wollen passen. Nein, der Ablenker ist nicht die. Oh, schade. Sehr stark gespielt von unseren Tigers. Oh, das erste Bulli mal gewonnen. Was für eine Parade vom Stefan. Er hat den Überblick doch noch gehabt. Und hat können den Böck saven. Ja, und dafür geht der Böck ins Nirgendwo mal wieder und für das verstreicht mal wieder sehr wichtige Zeit. Und dann kann der Hure sogar die Scheibe abfahren. Boah, was für ein Nowhere-Pass. Oha. So, der Row ist einfach nicht aufzuhalten, um ihm die Scheibe wegzunehmen. Dafür können wir da einen um den anderen checken. Oh, was für ein Pass! Oha! Okay, ich bin gerade in Schockstarre gesehen. Oh mein Gott. Nein! 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 Oh, nicht schon wieder, ey. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ich glaube es einfach nicht. Ey, wieder ein scheiß Eigengoal. Wieder ein scheiß Eigengoal. So, jetzt gib uns erst die Scheibe da. Hei, hei, hei. Jetzt machen wir noch die zwei Kisten in diesen 10 Minuten.
Komm, gib uns die Scheibe, Rex. Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Wer hat auch gedacht, dass sie das 13-0? Wer hat von euch jetzt auch gedacht, dass sie das, also wirklich das Endresultat 3-0? Ich hab gedacht, ich habe jetzt da fix verloren. Weil das hätten wir nicht mehr aufholen können. Oh mein Gott. So, dann Ehrentreffer. Schade. Wir verlieren das Spiel leider 2-0. Aber dafür gewinnen wir jetzt nachher in der Ilfishalle. So, wir müssen das Spiel jetzt gewinnen. Weil es gibt gar keine andere Option. Es gibt gar keine andere Option. So, wir müssen einfach den Böck in die Kiste reinbringen. Nein, schieß auch nicht. Ah, und es fällt schon wieder an. Schöner Pass da oben. Ja, das hat ein bisschen gekratzt im Bein. Was für ein Goal! Oh mein Gott! Ja, Mann! Oh. Das müssen wir noch einmal anschauen. Schaut den Lupfer mal an. Oder den Lobpass. Wunderschön. Und der Dido verwertet ihn noch. Unser Chris Didomenico verwertet den Lobpass mit einer A-Plus-Wertung. Schön. Und vor allem aus einem spitzeren Winkel kann man, glaube ich, gar nicht mehr treffen. Ey. Scheiße. So ist es doch geil, ins Drittel zu starten. In der Ilfishalle. So, jetzt noch einmal zum Anbau. Und wir... Hä? Ist da im Goal drin gewesen? Was? Wow. Halt, das wollte ich selber anschauen. Wo ist der Böck? Wo ist der... Der war längstens drin. Der ist ja... Okay, ah, der ist so gekommen, zack. Wo ist der Böck? Nein, so traurig. Ah, wenn er nicht reingeht wäre, hätte es gezählt. Wenn er nicht reingeht wäre... Hey, die dumm! Schäm dich! Hey, wenn ich so ein Goal mache, das wäre legendär. In diesem Moment hätte ich einfach so gut passen. So, Dido, unser Spezialist im Powerplay. Oh, der hat sicher weh da. Und der tut noch mehr weh im Herz. So einen Foulpass geben. Verraumt wie nichts, ey. Oh mein Gott. Das ist ja fatal. Boah. Damit, das ist mein Böck. Hey. Oh. Ich kann die Scheibe gerade momentan einfach nicht in diesem... Also in ihrem Drittel behalten. Hallo. Gebe die Scheibe her, wir haben Powerplay. Klingberg oder wer auch immer das ist. Gehst mir gerade richtig auf den Sack. Hey, jetzt nimmst du doch die Scheibe mit, wenn du die Tür schon extra, die Hintertür schon extra fährst. Jetzt muss ich mich gerade verarschen, ey.
Ja, der Schneider kommt einfach durch. Ah, oh, Scheiße. Ich hätte jetzt gehofft, dass der den Bauern aufgehört. Aber der versenkt so schöne Säcke, da kannst du einfach nichts dagegen machen. Das ist schade. Ah, jetzt müssen wir umso mehr noch uns anstrengen. Ja, tatsächlich, Earl, hey, so geil, jetzt gerade 2-1 wieder behalten. Ah, zum Glück. Puh. Ah, das ist okay. Wenn wir die Führung einfach nicht geben wollen. Zu viel Skill braucht man für diesen Trick. Hey. So, wir haben ein Powerplay und sie nicht. Und schön rausgespielt. Schön rausgespielt! Hey! Das ist richtiges Lehrbuch-Hockey. Ein Pass, zwei Pass, drinnen ist er. Ey. Wunderbar! Ah, oh, so etwas, wenn ich so etwas sehe, das ist einfach. Das tut einfach gut. Wenn es einfach klappt, wie du willst, und du kannst es einfach nachher nur noch einschieben. Und das gibt jetzt Strafe wieder. Hey, du Huren, Schiri, lässt auch nichts zu, ey, wirklich. Dann kannst du das nächste Mal pfeifen, wenn die Zucker mich checkt. Ja, das hat jetzt doch noch gelangt. Really solid job done defensively. That takes some of the pressure off when you can use your stick like that. Terrific save there. Didn't look like he had anything to shoot at, and he made it tough. Equal to the challenge, nice stop. And it's all. Was ist das jetzt gesehen? Ernsthaft? Ich habe gesagt, der geht neben dir und plötzlich ist er im Go-In. Ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Nee. Hey, Scheiße nochmal. Hey, das dürfen wir jetzt nicht einfach so vergeben. Ah, oh, der geht gerade wechseln. Hey. So, der hat jetzt auch eine Gehirnerschütterung. Nein, sicher nicht der Geister macht das Goal. Das ist so ein Spieler, der einfach untergeht in der Menge, aber gleich ein Lausbub ist. Ja! Danke, Genien! Oh mein Gott, der Genien hat es doch noch geschafft zum 4:2. Danke! Oh, meine Fresse, du. Ja, geht weg, der Bubenhof wird da bedrängt, das gefällt mir nicht so. Ja, sieht schlecht aus, hä? Verzug! Ja. So, jetzt aber. Nehmt mit der Goalie auf... Ich komme gerade davor reden und es passiert einfach gerade. Ja, eben. In diesem Fall 5:2, hä? 5:2, ja, die hat jetzt den Goalie draussen. Schaffen wir es, dass der Bubenhof ein Goal macht? Das wäre noch so ein geiler Titel. Torhüter erzielt Tor. So, jetzt muss ich einfach schauen. Ich
Ja, das klappt irgendwie nicht so. Ja, ernsthaft jetzt? Doppelte Überzahl verzog. Da können wir jetzt kein Späßchen mehr machen. He. Da können wir kein Späßchen mehr machen. Und es ist, glaube ich, definitiv, wir haben die Serie wieder ausgeglichen. Wir haben es wieder geschafft und wir sehen uns im nächsten Video, wo es um den Topf geht. Alles oder nichts. Ich danke, dass ihr bis dahin mitgefiebert habt und wir sehen uns im nächsten spektakulären Video in der Playoff-Saison. Heute, nein. Das nächste Mal mit SL Tigers. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und nicht vergessen, zu abonnieren und zu liken. Schönen zusammen.